Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück im Planlos-Tempel in der Stadt in den Wolken. Wie heißt der eigentlich im Deutschen genau? Also City in the Sky heißt im Englischen und ich glaube auch Stadt in den Wolken im Deutschen. Mit Christoph Nerd. Und Christoph und genau und Nerd Christoph. Nerd Christoph. Oh boah, mein Gott. Ey. Entschuldigung. Ja, ich musste raus. Das ist mir früher einfach nie so aufgefallen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt schon in Folge 72 sind. Dass du dir nicht einfach platt haust, sondern die quasi dabei noch so wegschleuderst, was ja auch so super realistisch ist. Okay, das geht offensichtlich nicht. Ich muss so ein bisschen ausprobieren. Jetzt das ist kein Problem. Es geht, ihr merkt schon, Leute, so weiter wie in der letzten Folge. Ey. Und ganz kurz, ich habe gerade noch mit Christoph vor der Folge drüber gesprochen. Mir ist da irgendwann, ich glaube, das ist jetzt maximal 2-3 Folgen her, ein etwas größerer Versprecher passiert, und zwar als wir bei Giovanni waren wegen der 20 Geisterseelen und er dann sagte, ja, ne, komm dann nochmal wieder, wenn du 60 hast, habe ich ja im Nachhinein dann so gesagt, so, ja, übrigens, ne, dann haben wir ja jetzt schon 25%, das ist falsch, wir haben jetzt schon 33, es gibt nämlich nur 60 insgesamt, also 33% haben wir jetzt schon. Und naja, was daran irgendwie so ein bisschen bitter ist, was haben wir jetzt beim ersten Mal gekriegt? Die große Geldbörse war ja von Agneta, ne? Ja, genau. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und, ach, hier, den Feenstaub. Ja, ja, genau, die Flasche mit dem, ja. So, und das heißt natürlich auch für so eine... Wie kriegt man denn dieses Vieh auf der anderen Seite jetzt gerade platt? Können wir das mal einer verraten? Welches? Ja. Dieses Vieh. Was da schwebt? Das da im Boden sitzt. Ach so, ach Gottchen. Geil. Nochmal sehen. Fallboden. Ach nee, es versteckt sich vor dir. Muss man da drauf spielen. Witzig. Also es ist nur so. Ja, es ist nur Troll. Ja gut, dann soll das da halt verrecken. Witzig. Ja, auf jeden Fall. Das soll ich mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, genau, um den Satz zu Ende zu bringen, heißt das, man kriegt von ihm genau genommen nur 2 Belohnungen. Also so 2 Achievements, das ist ja irgendwie ziemlich, naja, lame. Aber egal. Das werden wir dann sehen, denn ihr merkt ja selber schon, wir sind zum vorletzten Dungeon. Genau genommen ist das dann sogar schon der letzte Boss, ne, bevor es dann gegen unseren allmächtigen Santo geht. Und logischerweise uns fehlt ihm noch eine Spielscherbe. Also das ist jetzt nicht gerade der größte Spoiler hier. Trotz. Vor allem fangen wir jetzt wieder ganz vorne im Raum an. Oh, Jesus, Maria. Ja, und wir bleiben auf jeden Fall unserer Masche erstmal so ein bisschen treu. Wir rushen hier durch den Story-Modus durch und dann gucken wir mal. Ne? Das hat ja bei Skyward Sword auch schon ganz gut geklappt. So in den 90ern lagen dann die ganzen Bonusfolgen. Ne? Aber du kannst jetzt auch nicht einfach so da reinspringen und dann... Das hat ja gar nicht geklappt. Ne? Richtig. So, das funktioniert ja noch. An dem kann ich ja auch locker flockig vorbeispringen. Ist auch kein Problem. Ich meine, hier hätte man sich auch einfach drüber ziehen können. So weit, so schön. Hier kann ich auch rüber. Auch kein Problem. Hier ist dieses Scheißvieh. Auch kein Problem. Komme ich hier hin? Auch kein Thema. So, und jetzt erklären wir mal, wie ich das jetzt machen soll. Aber er, also. Er sitzt da halt ganz nice. Ja. Und versteckt sich immer, wenn ich dann irgendwas finden will. Aha, ha. Ha, neat. Kopierstab. Kutsching. Wir hatten das auch irgendwie schon mal hinbekommen, das ist. Alles klar. Easy peasy. Geht dann doch einfacher als gedacht. Naja. Tja, ihr merkt schon, ähnlich wie im letzten Dungeon, Leute, weiterhin sehr begrüßenswert, aber es werden wirklich alle Dungeon-Items hier verlangt. Und nicht mal so offensichtlich, wo man denkt. So. Spielmechanisch natürlich ein Traum. Oh, oh. Zwischen Boss. Was ist hier los? Echt so früh schon? Keine Ahnung, scheint ja so, ne?
Ja, kommt doch, ihr scheiß Viecher. Ja, Zwischenboss. Einfach eben kurz. Oh. Hä? Oh. Hallo? Hä? Naja. Ja, Zwischenboss. Einfach abgeschmiert. Nein, das wird nicht der Zwischenboss gewesen sein. Vor allem mit diesem Endmove jetzt gerade. Ja, Ching! Ah, schön. Ich liebe The Legend of Zelda für sowas. Ich hab classy. Übrigens haben wir den Timer nicht gestartet. Wo geht's denn hier weiter? Weiß ich nicht. Ah, ich mal sag mal auf Verdacht auf 10 Minuten und dann wird schon passen. Gucken wir mal weiter. Ach geil, ey. Herrlich. Der eine springt selbst in den Tod und den anderen so. Mit welcher Zielstrebigkeit er auch einfach so. Oh, wait. Fuck. Ah, shit. So, damit hat es doch bestimmt irgendwas aus sich. Ja, Hammer. Tante, komm mal her, Tante. So, das haben wir nicht geplant. Ey, ernsthaft? Das geht in Intervallen? Willst du mich verarschen? Fuck it. Achso, ja, immerhin. Es ist ja jetzt nicht ganz so weit zurück. Ja, warte mal, dann das Gute ist, dann machen wir das einfach. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das dann. Kann ich das jetzt hier machen? Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Also hast du aber schon. Sonst starte ich von unten. Sonst versuche ich es von unten zu starten. Boah. Als hätte ich es abgepasst. Und jetzt so durch den Rückstoß. Ja, genau. Abgestürzt. Tante. Dafür, dass das ganz schön gefährlich ist, rennen hier auch ganz schön viele Scheißviecher. Ja, muss ich ja auch nochmal die Bewohner, ne? Die können sich jetzt nicht alle verstecken. So wie uns auch immer kennen. Tante. So, das heißt, wir nehmen dich hier jetzt gerade mal wieder, ne? Hallo, Tante. So. Achso, das sind die Flügel von Tante, okay. Und wusch. Die Oma, die ja witzigerweise. So, fahr ich jetzt hier links oder wohin fahr ich jetzt? Und jetzt? Jetzt, wohin, Jens, Benz! Hilfe! Du bist mein Navi. Also, weiß ich doch nicht, wohin. Einfach rauf. Nein, jetzt nicht. Was passiert denn jetzt? Wobei, was ist da überhaupt? Witzig. Clear. Tante. Ja, das Problem ist, die Rubine werden weg sein, bis wir da sind. Vor allem, wenn ich mich so beschissen hier anstelle. Ey, meinen wir. Ja. Die gucken aber auch alle immer, ne? Komm, gib's dir. Danke. Ja, alle ist die. Ich mach jetzt. Ja, Tante, nicht ganz so unfähig. Ach, Tante, komm her. Ich geh jetzt auf die andere Seite hier. Das ist ja scheinbar für Dobe hier gemacht. Boah, Tante. So, und jetzt? Und weiter hoch. Komm, geh's her. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, du kämst da vorher drauf, aber. Das ist nur so ein dummer Vorsprung, da können wir nichts machen. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Hier ist doch aber schon okay eigentlich, wenn ich hier reingehe. Hier war wahrscheinlich. Da ist noch schwarz. Ja gut, das liegt ja daran, dass es da nach unten geht. Aber guck mal, haha, Katzen. Alles richtig gemacht. Aha, da unten sollen wir also hin. Aha. Wenn es geht, in einem Zug. Achso, ich dachte in einem Stück. Ja, das auch, aber... So, und dann. Das erinnert mich so ein bisschen an den Wind Waker Speedrun mit dem Waldtempel, wo er sich dann ab und wieder so.
musst einfach nach unten, du musst dann ganz am Ende einfach von vom dritten Stock, eigentlich wie ein OT auch, nach ganz unten irgendwie im B2 oder so fallen. Ist ja so rumgeglitscht und so. Ja, so. Hoffen wir mal. Gut. Schade, falsch gehofft. Gerettet. Gerettet. Boah, Reflexes. Alter. Ist das so? Aber hier ist so eine. Weißt du auch noch nicht wofür? Gibt's in diesem Spiel? Ja, die haben wir auch ein, zwei Mal gefunden. Ach, doch so oft, ja. Irgendwo wofür sind diese Mopeds da? Ich weiß auch nicht wofür und jetzt kommen wir da auch nicht mehr dran. Da ist nämlich noch so ein Teilchen. So, Tante, komm mal her. Tante. Stell ihn so an. Wir stellen ihn so an, ja. Ja. Na. So viel zum Thema in einem Zug. Da will ich hin. Achso. Ich weiß aber nicht wie. Weil da kommen wir offensichtlich mit Tante nicht rüber. Wir können natürlich einen auf. Ich muss das Ohr wechseln. Gerade unangenehm. Komm, wir versuchen das jetzt mal. Speedrun-mäßig. Jawohl. Ey, das war ja wohl jetzt Indiana Jones ohne Ende, oder? Normal. Ah, schade. Vor allem jetzt stehen wir. Ach, guck mal, jetzt stehst du da, wo du gar nicht weiterkamst. Problem ist, das bringt mir jetzt gerade mal so gar nichts. Weil wir jetzt auch nicht wegkommen. Ja. Ist ja ganz schön und so. Dieser Tempel hält viele Überraschungen offen. Sicher gesprungen. Machen wir so. Ganz sicher. Machen wir so. Ja. Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Das jetzt so. Ohne das Dungeon-Item so sinnvoll war. Weiß ich ja nicht. Aber schöner Shader-Effekt noch beim Fallen. Der Sonneneinfall so tschwing auf. Aber jetzt wissen wir, wie es gehen soll. Ja, ja. Und was damit erreicht wird. So, das schaffen wir jetzt. Aber komm, jetzt machen wir das. Ich hab das doch gerade so schön gestanden hier. Sehr gut. Komm, Tante. Komm. So, hört euch nicht mal klirren. Komisch. Sicher. Ja, Opfer und so. Ah, guck mal, das bleibt sogar so. Siehst du, gut, dass wir das gemacht haben. Das erinnert mich dann eher wieder an Mario und Yoshi. I think we're gonna make it. Son of a bitch! Oh, Classic. Das ist ein richtiger Klassiker, ne? Yoshi will remember this, ja. Ja, genau. Yoshi will remember this. So geil, ey. Die klassische SNES-Situation, in der wir alle mal waren, die ist Super Mario World, ne? Ja. Gespielt. Wobei es ja auch für Jüngere durchaus bekannt ist, weil es ja ein Game Boy Advance Remake gab. Nämlich ich halt nicht weiß, ob da die Szene sozusagen durchkommt. Ich glaube ja. Es war einfach nur ein Level in dem Sinne, ne? War das 1:1 das Level? Also die dann die Level-Umsetzung sozusagen? Achso, ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich meine ja. Okay. So, da drüben müssen wir ja nicht hin. Da unten kommen wir ja noch nicht weiter. Wohin müssen wir denn nochmal? Wir müssen noch ganz unten. Da unten wahrscheinlich hin, ne? Okay, da ist nochmal ein Windrad. Das ist das einzige Windrad, sehe ich das richtig? Ja. Das siehst du richtig. Gut, das heißt, wir können es uns ja vielleicht sogar relativ einfach machen. Beziehungsweise, das heißt, wir machen es uns relativ einfach. Das heißt, wir haben das hier. Wind, ey. Wenn der Wind nicht gewesen wäre, hätte ich dich abgeschossen. Also fliegen ja im Kreis, ne? Nee, doch nicht. Mein! Fliegen aber auch echt behindert, ey. Na. Ja, heute ist irgendwie nicht so ein Tag. Ja, macht nichts. Das geht mir zu knabbern an. Ja. Mhm. Jetzt nicht, Leute, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.
zu langsam. Zack. So, und jetzt müssen wir praktisch unter uns, ja, ne? Das ist so. Jo. Unter uns. Folge 1900 und so. Komm, 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 komm. Boah, was ein Windekreis. Hilfe! Hilfe, komm, lass mich nicht im Stich. Dante. Was ein Windekreis, Echt, Schlimmer als eine 8 Limousine, oder so. Sagt nie Uhr überhaupt. Ja, sonst geht auch gucken, was passiert. Ich habe ja einen Timer gestellt, aber. Ja, aber. War ja, Pi mal Daumen, ne? Genau. So, vielleicht ist das jetzt mal ein Zwischenboss hier. So, was haben wir denn hier? Wenn der Timer abgelaufen ist, dann gehe ich noch betrügen. Oh. Was? Oh, Jens, ne, ne? Ja, gut, dass wir Ton aufnehmen. Das ist gut, ne? Seid noch da, Leute? Ja, da sind wir Stiefel. Oh, herrlich. Achso, ja. 18,5. Ja, was mache ich jetzt? Also ich muss ja nur in diesen Raum umbewegen. Ja. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht zurück gerade. Ich muss das jetzt praktisch machen, um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Ach so. Ah. I got this. Moment. Ah ja, okay. Das ist richtig. Ja, das Problem ist, hier ist Zwischenboss. Ja, dann hängen wir doch ganz gut hier, oder? Also gespeichert haben wir eh nicht, ne? Wir müssten jetzt wieder von ganz vorne anfangen. Dann wäre jetzt die erste Aufnahme weg.